Wunderschönen guten Morgen, hallo aus Hof. Wir sind endlich in Bayern angekommen. Oh, haben wir hier die Schokolade, die ich gerade bei Ju geklaut habe. Heute Morgen aufgewacht, wir waren alle so zerstört. Wir müssen noch ein paar Sachen einkaufen. Ju ist schon unterwegs, Simon muss noch zu einer Apotheke seine Wunden verpflegen. Mein Video rendert hier gerade noch aus. Deswegen haben wir uns überlegt, lass uns ein bisschen mehr Zeit bleiben, einen Tag in Hof. Und fahren morgen früh dann weiter gen Süden. Da jetzt gerade alle unterwegs sind und ich eigentlich nichts brauche, kümmere ich mich doch einfach mal um das, was ich habe, und zwar einen Haufen Müll. Bei dem kleinen Unfall, der mir passiert ist, wo meine Tasche in die Räder reingekommen ist, ist scheinbar eins von diesen Magnesium-Tablettenschachteln kaputt gegangen und ist explodiert. Das sieht ja schon aus, als hätte ich irgendwas mit illegalen Geschäften zu tun hier. Diesen Rucksack werde ich jetzt säubern. Zusätzlich werde ich all die Klamotten, die seit mindestens 3,5 Wochen nach stinken, in die Dusche reinwerfen und jetzt komplett durchcleanen. Ob das jetzt hier Socken sind oder meine Hose oder andere Unterwäsche, hier Pullover. Hier ist sogar der Zuschauerpullover. Yay, der wird auch gewaschen. Ich baller das jetzt alles. Nimm den schon mal mit. Baller das alles da rein. So, nachdem ich jetzt alles in die Dusche reingepfeffert habe, nehme ich jetzt noch mein Duschgel und damit werde ich jetzt meine Kleidung waschen. Früher war das mal so, wenn man zelten gegangen ist, hat man so eine Tuberei mitgenommen. Damit kann man die Klamotten richtig blitzblank sauber machen. Aber wir haben keinen Platz, deswegen lieber Duschgel. Jetzt geht der Frühjahrsputz los. Jojo, jetzt wo die Wäsche trocken ist hier nicht. Jo, jetzt wo die Wäsche sauber ist, muss sie nur noch getrocknet werden. Und das machen wir natürlich hier direkt auf der Heizung. Und trocken. So, der Ju ist wieder da. Der war die ganze Zeit in der City. Hat ein bisschen rumgecruised, gefrasen und was hast du denn alles gemacht? War in der Stadt. Gute Information, danke. So, ich werde jetzt erstmal was essen gehen und danach werden Ju und ich, glaube ich, hier was ziemlich Geiles wahrnehmen. Und zwar dies hier. Sind wir Käse? Ganzkörpermassage, heißen Lava, Stein und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, das tut unserem Körper mal ganz gut. So, essen? Ja. Jo Leute, wir sind schon mitten am Essen. Hab eben ein bisschen vergessen, weil wir einfach so hungrig waren und dann komplett reingehauen haben. Wir sind aber jetzt wieder vereint. Er ist ein Rapper. Wir sind mitten am Essen. Wer hat's eben vergessen, Alter. Der Junge hat den Plan. Wir sind heute getrennte Wege gegangen, weil jeder irgendwas anderes besorgen musste. Schaut bei allen Kanälen vorbei, um zu checken, wer was getan hat. Wir genießen hier gerade unser Abendbrot. Ich habe noch so ein schönes Zanderfilet bestellt. Der Felix hat sich einen Schnitzel reingepfiffen. Wir werden gleich noch zum Masseur gehen und uns massieren lassen. Ich habe gerade gehört, da heute Sonntag ist, dass er eventuell nicht im Hause ist. Aber wir schauen mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Erstmal schön genießen und dann lassen wir den Tag ausklingen mit was auch immer kommt. Leider heute Sonntag, deswegen ist der Masseur nicht mehr da. Aber wir haben ich will mich eh betatschen lassen von so einem Masseur. Wir gehen in den Whirlpool. Wir gehen in den Pool und heizen jetzt mal richtig die Stimmung auf. Ja, wir müssen denen auch noch Bescheid sagen. Ja, ich nicht. Ich nicht. Oh, da war es wieder zu spät. Du bist jetzt wieder zu spät. Ich bin schon ausgestattet. Mit Schwanz. Eingepackt. Hey, jetzt zu dir noch, oder was? Ja, ja. Mann! Ich muss Ju eine Boxershort geben. Jo. Was? Eine Boxershort? Ja. Ich habe mir heute allein mehr 4 neue geholt. Das Interessante ist, Simon schmeißt alles weg, was er nur einmal anhatte. Hey, nein, Ju auch. Ich ziehe die Sachen, so lange an, bis sie komplett verranzt sind. Wie dumm die mich alle angeguckt haben. Ja, kommst du mit so einem Handtuch rein? Und Saunaparadies. Wir sind hier gerade noch in der Umkleide, aber jetzt gehen wir mal in den Wellnessbereich rein. Los geht's. Jo, was geht denn hier? Ist ja richtig stark. Ist geil, oder? Hier chillen wir jetzt erstmal 2 bis 4 Wochen und dann überlegen wir uns, ob wir weiterfahren. Ja, ist doch egal. Das wird sich so, dann sieht er bei lass mal eine Bahn schwimmen. Heftigste Drüsen. Boah. Ist ja nass. Richtig schön. Ist geil.
Wir haben jetzt noch in etwa eine Stunde Zeit, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch die komplette Stunde jetzt hier noch genießen. Und dann mal schauen, was noch so geht. Sauna, Masseur ist leider nicht da, aber vielleicht lassen wir uns auch von Simon massieren. Der ist... Wir sehen uns bis später. Ciao. Jo Leute, das war wundervoll. Whirlpool, richtig zum Genießen. Und jetzt gehe ich nochmal zum krönenden Abschluss ins türkische Dampfbad. Schaut mal rein. Ganz kurz. Da werde ich mich jetzt nochmal reinchillen und dann den Tag abschließen. Geht sicher, dass ihr auch bei den anderen Jungs nochmal vorbeischaut. Beim Simon, bei Ju und natürlich auch beim Dena, der jetzt gerade fertig ist. Und wir sehen uns am Morgen beim weiteren Video. Ich freue mich drauf. Ciao.